Die beiden Gäste, die ich jetzt habe, müssen mehr als glauben. Sie müssen nämlich aus dem, was gesagt wird, im internationalen Bereich Politik machen. Sie sind im Auswärtigen und im Verteidigungsausschuss Mitglied des Bundestages und müssen jetzt entscheiden, was macht man mit dem, was Trump gesagt hat und dem, was aus Moskau tönt. Herzlich willkommen. Hier sind von der CDU Serap Güler und von der SPD Ralf Stegner. Schönen guten Abend. Hallo. Herr Stegner, wenn Trump die NATO-Beistandspflicht in Frage stellt, meint er das ernst? Nehmen Sie das ernst? Man muss das ernst nehmen, was er sagt. Auf der anderen Seite, dass er ein Verrückter ist, das weiß jeder. Und er sagt viel in der Taglanges. Ist das so einfach? Er ist ein Verrückter? Nein, es ist nicht so einfach, es ist nicht, aber... Ich will mal so sagen, ich bin ein großer Amerika-Freund. Ich habe 3 Jahre in den USA gelebt und Amerika hat es immer geschafft, sich von den Extremen am Ende fernzuhalten. Und insofern halte ich es auch noch nicht für ausgemacht, dass Trump gewählt wird, wie viele glauben, das sei schon entschieden. Das ist es nicht. Mhm. Ich glaube, Amerika ist nicht zur Dummheit verpflichtet. Die Mehrheit der Bevölkerung wird am Ende sich, glaube ich, doch für Biden entscheiden. Ich hoffe das und ich glaube das auch. Und Amerika ist übrigens auch stark genug, sowas zu überwinden. Die sind im letzten Jahrhundert nicht wie Deutschland im Faschismus gelandet, in der Weltwirtschaftskrise. Die haben ihre Krisen überwunden, sind auch stark noch jemanden wie Trump zu überwinden. Trotzdem muss es einem natürlich Sorge machen. Mhm. Man hätte sich vor 4, 5 Jahren nicht vorstellen können, dass jemand, der das Kapitol stürmen lässt, nicht im Gefängnis ist, sondern wieder kandidiert und Chancen hat zu gewinnen. Das ist bitter genug. Wie haben Sie diese Worte aufgenommen, Frau Güler? Also gerade was das letzte Szenario betrifft, müssen wir es, glaube ich, ernst nehmen, dass er Chancen hat, Präsident zu werden, auch wenn es nicht feststeht, dass er gewählt wird. Ganz klar, dafür gibt es eine freie Wahl. Aber ich glaube, wir müssen es schon ziemlich ernst nehmen. Denn der Kongress hat letztes Jahr in den Staaten beschlossen, eine Resolution verabschiedet, wo ein NATO-Eintritt für kommende Präsidenten so einfach nicht sein soll. So, und damit ist man ja schon in Vorleistung gegangen, was passiert, falls Trump noch mal gewählt werden sollte. Aber das, was er zuletzt gesagt hat, hat ja noch mal eine andere Qualität. Mhm. Weil, wurde gerade ja auch schon gesagt, er hat ja mehrmals schon angekündigt, aus der NATO auszutreten, wenn die anderen Bündnispartner ihre Verpflichtungen nicht erfüllen. Aber das hat eine andere Qualität. Er macht uns Europäer somit zur Freiwild, indem er sagt, indem er eigentlich das Herzstück der NATO-Vereinbarung, des NATO-Vertrags in Frage stellt, indem er sagt, ich werde in diesem Bündnisfall, ich fühle mich dazu nicht verpflichtet, ich werde keinen anderen beschützen. Und er geht ja noch einen Schritt weiter. Er sagt, ich werde Russland sogar ermutigen, anzugreifen. Und insofern muss man das schon ernst nehmen. Und die Konsequenz, die daraus folgen muss, ist, dass wir für unsere eigene Verteidigung und Sicherheit stärker eintreten müssen als Europäer und als Deutschland, als das bisher geschehen ist. Das klingt jetzt so einfach, weil... Es ist gar nicht einfach. Bei Olaf Scholz klingt das komplizierter. Der sagt, der hat jetzt beim US-Besuch gesagt... Also wenn die USA ausfallen sollten in diesem Bündnis, dann wird das ganz, ganz schwierig in Bezug auf die Ukraine. Ist das nicht auch eine Bankrotterklärung erst einmal auf die Verteidigungsfähigkeit Europas gemünzt? Naja, dass wir die Kapazitäten Amerikas nicht einfach ersetzen können, das weiß jeder. Das können wir weder ökonomisch, noch können wir das politisch, noch ist das wünschenswert, dass das geschieht. Dass wir generell was tun müssen für unsere Bündnisverteidigungsfähigkeit, steht auf einem anderen Blatt. Ja. Deutschland tut eine ganze Menge, uns anders als das öffentlich gelegentlich kritisiert wird, mit deutlichem Abstand sozusagen auf Platz 2 hinter den USA. Andere machen Franzosen deutlich weniger zum Beispiel, als Deutschland das macht. Und natürlich müssen wir als Europa mehr gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik machen und uns besser wappnen. Trotzdem zu glauben, man könne so ohne weiteres das ersetzen, was USA tut, halte ich für völlig ausgeschlossen. Ja. Und es reiht sich im Übrigen ein, wie ich finde, in den Irrtum zu glauben, man kann das am Ende militärisch entscheiden. Ich bin da eher bei Herrn Aust, bei dem, was er gesagt hat. Ich glaube, es müssen Wege gefunden werden, den Krieg zu beenden. Und da wird sicher auch schon verhandelt hinter den Kulissen. Da bin ich ganz sicher, dass das so ist. Mhm. Militärisch kann man dafür sorgen, hoffentlich, dass die Ukraine nicht verliert. Aber man wird es nicht schaffen, dass die Ukraine Russland schlägt. Haben Sie dazu eine andere Haltung? Also was Olaf Scholz, ich habe zu allem eine andere Haltung, aber was Olaf Scholz betrifft, vielleicht jetzt, vielleicht die, es ist eine Bankrotterklärung am Ende. Es ist richtig, dass Deutschland viel tut, immer noch mit großem Abstand. Einfach mal die Zahlen, 44 Milliarden Dollar geben die USA für die Waffenlieferungen, also für militärische Zwecke für die Ukraine aus. 5,6 Milliarden Deutschland, also da ist ein Riesenabstand. Und dennoch hätte der Kanzler sich nicht hinstellen dürfen, meines Erachtens, in den USA und hätte sagen
müssen, dass die Ukraine ohne die USA eigentlich verloren ist. Und das hat er ja zusammengefasst gesagt. Ich hätte mir gewünscht, dass er deutlich macht, dass Europa, dass Deutschland bereit sind, ihren Teil zu leisten, aber dass das ohne die USA immer schwieriger werden wird, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Was die Verhandlungen betrifft, es gab diese Verhandlungen schon vor dem 24. Februar 2022. Da ist der Kanzler zu Putin gereist. Die Außenministerin war da. Wir erinnern uns an das Bild, an diesem langen Tisch. Der große Tisch, ja. Genau. Wir haben verhandelt. Es gab Verhandlungen. Es gibt sie immer noch. Das ist richtig. Und nichtsdestotrotz braucht man immer zwei zum Verhandeln. Und Putin ist gerade nicht dazu bereit zu verhandeln, weil er ja gerade das Gefühl hat, es läuft gut für ihn. Ja. Er braucht überhaupt nicht verhandeln. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der gerade in der Diskussion auch ein bisschen untergegangen ist. Wenn wir über Verhandlungen sprechen, dann kann das nicht eine Verhandlung zwischen den USA und Russland sein. Da muss die Ukraine definitiv mit rein, denn es geht um die Ukraine. Ja. Und wenn wir uns Umfragen in der Ukraine anschauen, dann ist immer noch, trotz der ganzen Verluste, trotz der Rückschläge, die dieses Land erlitten hat, ein Großteil der Bevölkerung der Ansicht, nein, wir sind nicht bereit, uns gegenüber Putin zu opfern oder hier einen Schritt zurückzugehen. Und insofern ist es schon unsere Aufgabe, denn was auf dem Spiel steht, ist ja klar. Und ein letztes noch. Sie haben dem Kanzler vorgeworfen, dass er den Amerikanern nicht sagt, wir schaffen das alleine. Das ist doch, wenn ich im Kongress andere überzeugen will, dann kann ich nur sagen, wir schaffen das alleine, zumal wenn es nicht stimmt. Ich finde, den Deutschen die Wahrheit das zu sagen. Das habe ich nicht gesagt. Das ist aber so, man muss den Amerikanern schon sagen, Amerika wird wirklich gebraucht, es ist auch wichtig. Und der Senat hat ja das auch beschlossen. Mal gucken, was das Repräsentantenhaus macht. Das ist das eine. Und das zweite, was die Frage angeht, wie das, die Militärexperten haben sich bisher getäuscht. Die haben immer gesagt, die Waffen noch, die Waffen, dann wird das werden. Und es ist eben nicht so. Ja. Und einfach mal so zu tun, wie das Parteifreunde von ihnen machen. Jetzt machen wir noch das Sondervermögen statt 100 Milliarden auf 300 Milliarden. Dann gehen wir hin, erhöhen den Verteidigungshaushalt. Dafür kürzen wir beim Sozialbereich. Für wen soll man eigentlich in der Demokratie eine Mehrheit kriegen, um sowas durchzusetzen? Das ist doch völlig aberwitzig. Das funktioniert nicht. Die öffentliche Meinung gibt es ja nicht nur in Amerika. Es gibt sie in Frankreich, es gibt sie in Deutschland. Ja. Und wir müssen der Ukraine helfen, sich zu verteidigen, insbesondere auch mit Luftabwehr, die die zivilen Zentren schützen. Das finde ich extrem wichtig, dass wir das tun. Aber nicht den Eindruck erwecken, wenn wir nur genug rüsten, dann gewinnen die Ukrainer das schon. Das werden sie nicht tun. Darf ich ganz kurz einhaken? Und zwar deshalb, weil die 300 Milliarden, die kommen von Roderich Kiesewetter, Verteidigungsexperte bei der CDU. Der hat das jetzt gesagt, also eigentlich sind es nicht 100 Milliarden, die wir brauchen für die Bundeswehr nach Trump, sondern 300. Und er hat noch etwas gesagt, das würde ich Ihnen gerne vorspielen. Er ist in Kiew und redet darüber, was eigentlich jetzt passieren müsste, damit die Ukraine diesen Krieg nicht verliert. Der Krieg muss nach Russland getragen werden. Russische Militäreinrichtungen und Hauptquartiere müssen zerstört werden. Wir müssen alles tun, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, nicht nur Ölraffinerien in Russland zu zerstören, sondern Ministerien, Kommandoposten, Gefechtsstände. So, Frau Güller, ist das die Position der CDU? Der Krieg muss nach Russland getragen werden. Man muss Ministerien, Gefechtsstände zerstören. Es geht hier vor allem um die Nachlieferung von Munition, von Artillerie, was Russland gerade extrem macht. So, es geht um Versorgungswege, um die Zerstörung von Versorgungswege. Ich glaube, das ist das, was er meint. Und mit den 300 Milliarden Euro, wenn ich da noch mal drauf eingehen kann. Sind Sie der Meinung, man muss den Krieg nach Russland tragen? Also man kann das ja vertreten. Besser nicht. Wir haben immer gesagt, wir sind keine Kriegspartei. Wir unterstützen die Ukraine. So, wir unterstützen die Ukraine und im Moment stellt sich tatsächlich die Frage, was ist mit russischen Zielen? Ob man es in die Ministerien tragen muss, soweit würde ich nicht gehen, aber wir müssen schon die Versorgungswege auch in Russland, worüber Munition versorgt wird, worüber die russischen Soldaten in der Ukraine auch versorgt werden, die anzugreifen, die Frage stellt sich jetzt tatsächlich, um die Ukraine dabei stärker zu unterstützen. Und nochmal, die 300 Milliarden Euro, Punkt, der andere, die 300 Milliarden sind ja sozusagen für die Bundeswehr, ist noch ein anderes Blatt. Ich würde als erste hatte Eva Högel die 300 Milliarden ins Spiel gebracht. Ich würde gerne erstmal diese Frage, weil die nicht so unwichtig ist, diskutieren. Also den Krieg nach Russland tragen, weil es ist ja so, Russland schießt ja vom russischen
das stimmt. Jeden Tag auf auch Zivilziele in Kiew. Nichts an den russischen Angriffen ist zu rechtfertigen. Nee, aber die Frage ist, ob man den Krieg nach Russland tragen muss. Der Bundeskanzler hat der Bevölkerung versprochen, nicht nur, dass wir die Ukraine unterstützen, so gut wir das können, was wir tun, gemeinsam mit den Alliierten zusammen, sondern zweitens, dass der Krieg nicht ausgeweitet wird, nicht in die NATO und nicht Deutschland Kriegspartner wird und wir uns eng abstimmen mit den USA und Frankreich insbesondere. Und das tun wir. Und wie leichtfertig hier dahergeredet wird, als ob es überhaupt gar keine Eskalationsgefahren gäbe, das ist etwas, was die Bevölkerung mit Sicherheit falsch findet. Und hier, das kann man als Oppositionspolitiker leicht tun, sagen, trag doch den Krieg nach Russland. Im Salzburg mit Waffen, die wir liefern. Ich glaube, dass das falsch ist. Wir müssen der Ukraine helfen, so gut wir das können. Mhm. Aber es muss auch darüber hinaus was dafür getan werden, dass der Krieg endet und nicht über Ausweitungsszenarien geredet werden. Jeder kommt jeden Tag mit neuen Vorstellungen. Wir haben so viele Waffenexperten inzwischen in der Öffentlichkeit, man kann die kaum noch zählen. Ja. Und Tag 1 sprechen Sie über Eskalationsstufen. Das haben Sie seit dem ersten Tag getan. Das haben Sie getan, als Putin mit Atomwaffen gedroht hat. Sie haben immer von Eskalationsstufen gesprochen. Und man muss sich doch mal die Frage stellen, wieso die Ukraine gerade diese Rückstände erlitten hat, die sie erlitten hat. Vielleicht hatte das auch etwas mit dem deutschen Zögern zu tun. Vielleicht hatte das auch etwas damit zu tun, dass wir zwar geliefert haben, aber nicht schnell genug waren. Dass wir nicht tatsächlich alles geliefert haben, was wir haben. Wenn Sie mit der ukrainischen Regierung sprechen, dann sagen die, dass das Vorwürfe sind, die falschen. Ich will mal über Wege sprechen, die man gehen könnte. Da würde ich Sie gerne hinleiten, und zwar auch mit dem Blick auf dieses Interview, das wir gesehen haben. Tucker Carlson, der amerikanische Moderator, der nach Moskau. Interview ist übertrieben, aber... Sie sagen auch, es ist kein Interview. Was ist Nein, denn? Das ist ja eine Propagandashow für den Putin gewesen. Da sind Sie sicher. Da sind wir uns einig. Da sitzt aber ein russischer Präsident, sieht der für Sie so aus, als ob das der Mann wäre, der jetzt sagt, kommt zu mir und wir verhandeln? Der Punkt ist der, ich glaube, dass es richtig ist, dass man versucht, über andere Mächte, die Einfluss haben, China, Brasilien, Indien, andere Staaten, die Einfluss haben, vielleicht auch mehr Einfluss haben in Russland, als wir das selbst haben, Einfluss nehmen. Der Putin hat eben seine Ziele nicht erreicht. Finnland und Schweden sind in die NATO eingetreten. Das habe ich doch gar nicht gesagt, dass er seine Ziele erreicht hat. Eben war davon die Rede, Putin habe seine Ziele nicht erreicht. Er habe seine Ziele erreicht und sei ganz zufrieden mit dem. Er kann mit dem nicht zufrieden sein. Der Verlauf des Krieges spielt ihm gerade in die Hände. Die Soldaten sind ihm leider egal, aber er erreicht ja auch nichts. Also er erreicht ja seine Ziele auch nicht. Also Sie glauben, man muss China und Indien dazu bringen, dass... an den Verhandlungen. Das ist doch jetzt auch keine neue Idee. Nein, das dafür ist Olaf Scholz kritisiert worden, dass er nach Peking gereist ist, ja. Aber sagt, Gott sei Dank hat er das getan. Aber sehen ich will Sie mal sagen, warum. Chance, sehen Sie eine realistische Chance, dass dieser Krieg vor den Wahlen in den USA beendet wird? Nein, das ist nicht sehr wahrscheinlich, aber ich will mal so sagen, China zum Beispiel hat durchaus Interesse an Wirtschaftsbeziehungen zu Europa. Die werden durch den Krieg auch gestört. Wir waren in Genf letzte Woche, haben mit den Botschaftern gesprochen, auch mit dem chinesischen Botschafter, dass China eine deutlich größere Rolle spielen könnte. Und wenn die Einfluss nehmen würden, ein bisschen haben sie schon Einfluss genommen, sie haben den Russen ja abgebracht von seinen Nukleardrohungen, das mit sehr deutlichen Worten übrigens. Was sie als Eskalationsstufe gesehen haben, nochmal, ja. Die Nukleardrohung habe ich als Eskalationsstufe gesehen. Sie ja, haben in der eigentlich Tat. Und sich dagegen zu wenden, das war gut, dass die Chinesen das getan haben. Ich glaube, wir brauchen auch Verbündete, die in Teilen nicht unsere Werte teilen, nicht alles mitmachen, nicht die Sanktionen mitmachen, weil sie teilweise nicht leisten können, aber Einfluss nehmen können auf Russland, damit Putin von dem Kurs abgeht und einen Verhandlungstisch zurückkehrt. Militärisch ihn dazu zu zwingen, das ist ja die These, wenn wir nur genug Waffen liefern, funktioniert das, hat sich bisher nicht als wahr. Und die Zeche zahlen müssen die Ukrainer, die sterben. Jeden Kriegstag sterben Menschen dort. Aber ich glaube, in diesem Punkt sollten wir die Ukrainer vor allem selbst entscheiden lassen. Und ich habe Ihnen gerade auch die Umfragen genannt, wo viele Ukrainer sagen, wir sind weiter bereit zu kämpfen. Und ich glaube nicht, dass Sie hier darüber entscheiden können, ob die Ukraine weiter kämpfen sollte oder nicht. Das sollte allen voran die Ukraine tun. Das habe ich mich gar nicht geäußert. Aber ich sehe, dass also hier gibt es die Uneinigkeit, wenn man auf das blickt, was Deutschland tut für die eigene Verteidigung. Das ist ja das, was diese 300 Milliarden von Herrn Kiesewetter bedeuten. Die 300 Milliarden, die man jetzt investieren müsse, um eben Deutschland dahin zu bringen, dass man sich im Falle einer Aggression verteidigen kann. Es gibt einen interessanten Vorschlag von den Grünen, Herrn Hofreiter, der sagt, man muss, damit das Geld überhaupt zusammenkommt, für so eine Investition müsse man die Schuldenbremse aussetzen. Die CDU ist dagegen. Sind Sie in diesem Punkt dann dafür, die Schuldenbremse auszusetzen, um massiv zu investieren? Nein, die Grünen, zum Teil auch die SPD, hat das ja direkt nach dem Karlsruhe-Urteil schon ins Gespräch gebracht, unabhängig davon, was Trump gesagt hat. Jetzt ummünzt man das um Trump ein bisschen um, was eigentlich deutlich gut, macht. Gut, ich lasse den Hofreiter wetten. Muss man Schulden aufnehmen, um diese massiven Investitionen in die Verteidigung tatsächlich zu bewerkstelligen? Ich glaube, die Idee mit dem Sondervermögen ist etwas, worüber man ernsthafter diskutieren sollte.
Und auch da, um es deutlich zu machen, die erste, die das genannt hat, war Eva Högel, weil das ja hier gerade so ein bisschen klingt, als sei die CDU ein bisschen Kriegstreiber. So ja. Definieren Sie das ja oft in Interviews. Immer Ihre Worte, nicht meine. Und wo kommt das Geld her? Wo kommt das Geld her? Es sind am Ende Schulden, das ist richtig. Mhm. Es muss diesmal... Es ist im Grundgesetz verankert, zumindest diese 100 Milliarden. Es ist allerdings nicht alles erfüllt worden, was wir auch als Bedingung gestellt haben als Opposition, damit diese 100 Milliarden tatsächlich als Sondervermögen an die Bundeswehr gehen. Wir haben beispielsweise ganz klar fest darauf bestanden, dass damit großes Gerät angeschafft wird und nicht das, was eigentlich aus dem ursprünglichen Haushalt beschafft werden sollte. Da trickst man jetzt gerade vieles, was eigentlich aus dem Etat finanziert werden sollte, wird gerade über das Sondervermögen finanziert. 80 Milliarden sind so gut wie gebunden, ja, durch Planungen, durch Verträge. Es bleibt nicht mehr viel übrig. Und wenn ich an dieser Stelle den Kanzler zitieren darf, der ja gestern bei der Eröffnung der Munitionsfabrik und Rheinmetall gesagt hat, wer Frieden möchte, muss mögliche Aggressoren zurückschrecken können, mit Abschreckung. Und das passiert eben nicht mit warmen Worten, das passiert auch nicht nur mit Verhandlungen, das passiert eben auch mit einer gewissen Art und Weise der Aufrüstung. Nicht nur, aber ich auch. Gerade nicht, Ihren Kanzler zitiert. Nicht nur, aber auch. Und ich bin durchaus für Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit. Das müssen wir auch schaffen. Nur die Vorstellung, andere Länder wie die USA investieren 750 Milliarden Dollar in die Modernisierung ihres Landes. Und wir sollen nicht nur das nicht tun, weil sie an der Schuldenbremse hängen, wie der Vatikan am Zölibat, sondern wir sollen dann auch die Verteidigungsdinge bezahlen aus dem normalen Haushalt. Das ist doch geradezu die Aufforderung für Rechtsradikale, damit Profit zu schlagen, dass sie sagen, guck mal, wir geben das Geld aus für Krieg und nicht für unsere sozialen Zwecke. Das ist brandgefährlich. Denn die Ukrainer, Sie spielen mit diesem die Argument diesen haben, Leuten in die Hände, lassen Sie mal zu Ende reden. Auch die Ukrainer, die haben ja zwei Schlachtfelder. Das eine sozusagen gegen die Russen unmittelbar und das zweite ist die öffentliche Meinung. Und wenn wir das zulassen, dass innenpolitische Dinge ausgespielt werden gegen die Unterstützung der Ukraine, dann ist das ganz schlecht und allein das spräche schon dafür, das nicht aus dem normalen Haushalt zu finanzieren. Aber anderes eben auch, Länder, die viel verschuldeter sind als wir, die USA, aber auch Südkorea, Indien, die investieren alle in ihr Land und sie hängen an der Schuldenbremse. Übrigens, interessanterweise verklagen sie die Bundesregierung für das Gleiche, was ihre eigenen Ministerpräsidenten tun. Es ist also auch noch scheinheilig. Ja. Und das müssen wir mindestens tun, um die Akzeptanz zu erhalten, dass nicht ausgespielt werden kann, Sozialleistungen gegen Unterstützung der Ukraine. Das wäre ein ganz großer Fehler, wenn wir das tun. Flüchtlinge nehmen wir uns auch auf. Auch das muss man integrieren und muss man finanzieren. Ich höre gerade raus, dass Sie der Meinung sind, wir sollten 300 Milliarden investieren und man sollte das über Schulden finanzieren? Ich bin der Meinung, dass wir ein Programm brauchen für die Modernisierung unseres Landes und dass wir auch dauerhaft Dinge für die Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit, das sind Begriffe, die mir besser gefallen als andere, die da diskutiert werden. Kriegstüchtigkeit. Das gefällt mir nicht, weil ich glaube, wir sollen den Krieg nicht normal. Nein, es ist nicht ehrlich. Es ich will das in der Sprache ehrlich. Nicht haben. Die Deutschen mit ihrer Geschichte des 20. Jahrhunderts brauchen das, glaube ich, nicht. Aber dass wir uns bündnis- und verteidigungsfähig machen, übrigens ein gemeinsamer Fehler, dass wir es nicht getan haben, 16 Jahre. Und der Kanzlerin Merkel und Christian Reich, Verteidigungsminister, hat, ich will das nur sagen, ist eine gemeinsame Aufgabe, die wir da nein, anzugehen Herr Stegner, haben. Nein, aber diese alte Leier. Nein, und da können Sie sich auch nicht vom Acker machen, nein, sondern da müssen Sie dann zustimmen, dass die das Schuldenbremse geändert wird. Die SPD hat 2017 Bundestagswahlkampf gemacht gegen das 2%-Ziel. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Wir haben 2017 gemeinsam Koalitionsverhandlungen geführt, wo wir beide in einer komplett anderen... Dass Frau Merkel SPD-Politik gemacht hat, wollen Sie mir nicht ernsthaft erzählen. Wollen Sie mir jetzt erzählen, dass wir über die Vergangenheit mehr reden als über die Gegenwart? Und haben wir ja gerade auch schon. Ich sage nur, die Union, wenn sie das will, dann muss sie auch bereit sein zu sagen, wir reden über die Schuldenbremse vernünftig. Es geht nicht. Und nicht permanent sagen, das eine will ich und das Gegenteil fordere ich, weil man nämlich zündeln will, weil man glaubt, dann man verliert die Regierung ihre Mehrheit. Der Einzige, der zündelt, Herr Stegner, sind Sie, weil Sie gerade Sozialausgaben wirklich gegenüberstellen gegen unsere Ausgaben für die Sicherheit. Entschuldigung, wer schlägt den vor, das Bürgergeld zu kürzen? Das machen Sie doch. Das ist doch Ihre Partei, die das fordert. Wir haben gesagt, diejenigen, die es wirklich nötig haben, diejenigen, die es wirklich brauchen, weil sie nicht arbeiten können, sollen sogar mehr bekommen. Das hat Carsten Linnemann hier schon mal gesagt. Super. Das hat Friedrich Merz schon mal gesagt. Aber es gibt so viele unter den Bürgergeldempfängern, wo wir sagen, die könnten eigentlich, wollen aber weniger, weil der Staat es ihnen einfach zu leicht macht, nicht arbeiten. Wenn wir die prekären Löhne verbessern würden, bräuchten wir weniger Bürgergeld. Wir sprechen jetzt über Verteidigung und Sicherheit. Und Sie versuchen, das eine gegen das andere auszuspielen. Und in der Situation,
Situation, in der wir uns gerade befinden, das Gegenteil. Mit den Tönen, die gerade aus den USA zu hören sind, einmal Trump auf der einen Seite, die Republikaner auf der anderen Seite, da noch zu sagen, ja, aber wir können nicht so viel oder dürfen nicht so viel über Verteidigung und Sicherheit sprechen, ist einfach ein Punkt, wo ich sage, Sie haben die Zeitenwende wirklich nicht verstanden. Es gibt ein paar Dinge, da brauchen Sie sich gegenseitig. Also wenn irgendwas im Grundgesetz getan wird, dann braucht die CDU-geführte Regierung die CDU dabei, die SPD-geführte Regierung die CDU dabei. Und es gibt Dinge, die auch auf dem wirtschaftlichen Feld liegen, wo ja auch eine Zusammenarbeit passieren sollte. Die Frage ist, inwieweit diese beiden Parteien miteinander zusammenarbeiten können. Ich gebe Ihnen ganz kurz eine Pause zwischen Ihrem Disput und zeige, wie die beiden, die der Regierung vorstehen oder der Opposition, also Herr Merz und Herr Scholz, gegenseitig sich im Bundestag zuletzt mit auch persönlichen Angriffen überzogen haben. Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Wenn Sie dann mal kritisiert werden, dann sind Sie eine Mimose. Ich finde, wer boxt, der soll kein Glasskinn haben. Frage, sind das gute Zeiten, um sich gegenseitig solche Vorwürfe zu machen? Frage ich jetzt einfach mal, Frau Güler. Gut, es ist eine lebendige Parlamentsdebatte gewesen. Und ich glaube, bei aller Einigkeit, und wir haben diese Zahlen ja schon im Vorfeld oft kommuniziert. Wir haben als Unionsfraktion, als größte Oppositionsfraktion, viele Gesetzesvorhaben, viele Anträge der Ampelregierung mitgetragen. Es ist nicht so, dass wir hier auf Frontalkurs gehen. Aber wenn wir auf der anderen Seite, in dem Falle Friedrich Merz als Fraktionsvorsitzender, das Gefühl haben, und da steht die ganze Fraktion hinter, dass zu Vorschlägen der Unionsfraktion, zu Ideen, wie eben beispielsweise auch zu einem Migrationspakt, nichts vom Kanzler kommt. Das Gegenteil der Fall ist, der Kanzler, während er mit Friedrich Merz im Kanzleramt spricht, sein Kanzleramtsminister bei Journalisten erzählt, den brauchen wir eigentlich gar nicht, das schaffen wir alleine mit den Ländern, trägt das nicht unbedingt zum guten Klima bei. Insofern kann ich zumindest, was meinen Fraktionsvorsitzenden betrifft, schon seine Reaktion auf diese Nummer, die da im Hintergrund gemacht wurde, absolut verstehen. Und ist es ein guter Ton vom Kanzler? Also ich muss ja ehrlich sagen, der Kanzler ist ja jetzt nicht für überbordende Leidenschaft. Mir hat das gut gefallen. Dass er mal darauf reagiert hat, denn ich muss ganz ehrlich sagen, übrigens Klempner ein ehrenwerter Beruf. Ich weiß gar nicht, was der Merz damit hatte. Aber liebe Leute, ihr bietet uns Dinge an, die wir mit euren Ministerpräsidenten einigen können. Ihr verklagt uns für das Gleiche, was die Leute machen. Das ist doch scheinheilig. Und ich muss sagen, wenn die Union konstruktiv wäre, man verlangt nicht, dass die Regierung unterstützen. Das ist eine Opposition. Aber wenigstens konstruktiv wäre. Aber was schlagen sie vor? Sie schlagen Sozialkürzungen vor. Sie schlagen vor, das Individualrecht auf Asyl abzuschaffen. Sie schlagen vor, das Gegenteil von Dingen, die vernünftig sind. Zum Beispiel, dass man die Gaslieferung sofort hätte stoppen sollen. Dann wären wir in die Wirtschaftskrise hineingeraten, wenn wir im März da gefolgt wären. Sie machen also eine ganze Menge Dinge, die nicht besonders verantwortlich sind. Ich glaube, der Kanzler ist bereit, mit der Union zu reden. Er einigt sich auch mit dem Ministerpräsidenten. Und ein bisschen mehr Leidenschaft ist hier was bei Olaf Scholz, was wir hier gut finden. Es geht ja nicht nur um die Gespräche mit den Ministerpräsidenten, was sie tun, sondern eben auch um den fairen Umgang mit dem Oppositionsvorsitzenden. Also es muss auch nicht wehleidig sein, ich finde, da der Kanzler. Da ist keiner wehleidig, aber das gilt ja dann andersrum. Machen Sie ein bisschen Mimose auf der anderen Seite. Nein, egal. Also gut, noch müssen Sie nicht miteinander regieren, denn es gibt eine Regierung, die ohne die CDU funktioniert. Das kann sich aber ändern. Funktioniert das vielleicht ein bisschen übertrieben? Wir gucken, wie die Dinge sich entwickeln. Und dann die Hasen werden am Ende gezählt. Sozusagen. Die Hasen werden am Ende gezählt, Herr Steckner. Kannte ich auch noch nicht. Gut. Sehr schön. Wir werden sehen. Ich hoffe auf Sonntag war ein kleiner Vorgeschmack. Zusammenarbeit. Freuen Sie sich mal nicht zu früh. Zusammenarbeit in wichtigen Fragen in schwierigen Zeiten. Und wir sehen, wohin das führt. Danke für den außenpolitischen Disput heute, Serap Güler. Vielen Dank, Ralf Steckner.